abzuwählen. Der dritte Grund, ich beschäftige keine Angehörigen mit euren Steuergeldern. Und der vierte Grund, warum ihr mich doch wählen sollt, der vierte Grund, ich verspreche auch kein Heimatministerium, kein überflüssiges Heimatministerium, aber ich verspreche euch, die Heimatmuseen des Bezirks Oberbayern weiterhin zu fördern und zu unterstützen. Und wenn das keine Gründe sind, mich zu wählen, na, ich weiß es nicht. Also liebe Hildrud, ich glaube, du hast die Herzen der hier Anwesenden sowieso schon gewonnen. Deine Aussagen waren alle sehr sympathisch und dass du niemanden beschäftigst aus deinem Verwandtenkreis, das hätte ich dich jetzt auch noch gefragt, aber du hast es ja gleich vorweggenommen. Ja, dann komme ich jetzt zur Claudia Tausend. Liebe Claudia, du hast ja nicht das Problem, dass man nicht wüsste, was der Bundestag macht. Da tust du dich ein bisschen leichter, deshalb muss ich das nicht fragen. Aber was mich interessieren würde, du warst am Wochenende auf dem Landesparteitag und berichte doch mal von dieser Veranstaltung. Wir haben jetzt alles zwar in der Zeitung schon lesen können, aber es würde uns nochmal natürlich direkt von dir interessieren. Ja, lieber Ingo, ich war tatsächlich auf dem Landesparteitag dieses Wochenende mit meiner Bayern-SPD. Das habe ich vielen von Ihnen, liebe Truderinnen und Truderinnen, voraus, auch vielen Genossen und Genossen, aber ich habe es auch manchen Pressevertretungen voraus. Die waren scheinbar auf einem anderen Parteitag. Also als ich heute früh so die ein oder andere Hauszeitung der Münchner SPD gelesen habe, habe ich mich schon gefragt, wart ihr wirklich dabei, habt ihr zugehört, wie kommt ihr denn zu diesen Eindrücken? Also lassen Sie es mich sagen, es war ein ganz toller Parteitag, es war eine super Stimmung, es war eine Aufbruchsstimmung. Wir haben einen guten Vorstand gewählt, ich gehöre dem übrigens auch an, allerdings nicht ganz in den vordersten Reihen, sondern mehr so in den mittleren Regionen. Wir haben ein Regierungsprogramm beschlossen. Ja, und meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es denn heute ein Fehler, wenn wir nicht ohne Aussprache, ohne Debatte alle gleich die Hand heben, sondern wenn gerade unsere jungen Leute, unsere Jusos sagen, da fällt mir auch was dazu ein, da habe ich eigene Ideen, da möchte ich auch meinen Änderungsantrag einbringen dürfen und diskutieren lassen. Also ich finde das ein Zeichen für lebendige Demokratie. Wir nicken nicht alles ab in der SPD, sondern wir reden vorher drüber und beschließen dann wohlgemerkt einstimmig. Wir haben unser Regierungsprogramm für Bayern einstimmig beschlossen und das, manche wissen es auch, die Mitglieder der SPD sind, ist für uns auch nicht selbstverständlich. Aber wir gehen hier wirklich mit einem großen Rückenwind in die Wahlen und wir haben tolle Reden gehört. Von Christian Ude erwartet man nichts anderes. Also wir kennen ihn als mitreißenden Redner, aber Frank-Walter Steinmeier ist gekommen und hat eine wirklich umjubelte Rede gehalten. Und er hat uns ein Zitat hinterlassen, das möchte ich Ihnen einfach nicht vorenthalten. Lieber Markus, du bringst das wahrscheinlich auch noch. Doch es wird eines der Zitate in diesen letzten 126 Tagen bis zur Wahl sein. Der Frank-Walter Steinmeier hat im Hinblick gesagt auf die schwächelnden Umfrageergebnisse, und die geben wir ja zu, für die Aufholjagd für den 15. September die Landtagswahl und den 22. September die Bundestagswahl. Da gibt es kein Tempolimit mit der SPD und für die SPD, sondern da geben wir Vollgas. Ja, danke Claudia, damit sind wir schon eigentlich bei der Bundestagswahl. Du kandidierst wieder, du hast bereits kandidiert. Sag uns doch nochmal, warum kandidierst du für den Bundestag? Ja, liebe Truderinger, viele von euch wissen es ja, viele von Ihnen wissen es, die Münchner SPD war die letzten Jahre nicht im Bundestag vertreten. Man glaubt das kaum, aber die größte Stadt Deutschlands, wenn man jetzt mal sagt, Berlin ist auch ein Land und Hamburg ist auch ein Land, ist München die größte Stadt Deutschlands, war tatsächlich ohne Bundestagsabgeordneten. Und glauben Sie mir, man hat das auch gemerkt, da ist schon manches liegen geblieben. Und Großstadtinteressen, Münchner Interessen sind da einfach nicht korrekt vertreten worden.
da kenne ich sehr wohl Aussagen, nenne keine Namen. Ihr kommt daher immer mit euren Luxusproblemen, die könnt ihr doch kommunal hier lösen. Können wir nicht. Freilich ist München eine wirklich Stadt, der es gut geht. Vielen Menschen hier geht es gut, der Kommune geht es gut. Ist auch kein Wunder, wir werden hier seit Jahrzehnten mit einer kleinen bedauerlichen Ausnahme von Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen regiert. Und deswegen geht uns hier auch gut. Aber es gibt natürlich Probleme, die kann man kommunalpolitisch nicht lösen. Also gerade in einer reichen Stadt wie München, wo es vielen Menschen gut geht, fällt es natürlich umso schwerer zu leben, wenn man ein kleines Einkommen hat, wenn man vielleicht von einer kleinen Rente leben muss oder wenn man gar die Arbeit verliert. Und da können wir nur bundespolitisch eingreifen. Und deswegen ist für uns das wichtigste Thema in diesen Wahlen, wieder die soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt unserer Politik zu stellen. Und weil der Schorsch Kronenritter da ist, Schorsch, muss ich einfach die Vermögensteuer kurz nochmal anführen. Seit 1999 kämpfst du unermüdlich für die Wiedereinführung der Vermögensteuer, die ja 3 Jahre zuvor wegen verfassungsrechtlicher Probleme erstmal abgeschafft worden ist. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wir reden hier über die Wiedereinführung der Vermögensteuer für die Reichen und Superreichen. Also niemand hier im Raum darf sich damit mitgemeint fühlen, sondern der Schorsch sagt immer so schön, darf ich dich zitieren, Schorsch? 95% aller Bürgerinnen und Bürger, auch aller Münchnerinnen und Münchner, werden davon nichts merken. Und die 5% Superreichen, die dürfen gern die CSU oder die FDP wählen. Eigentlich bin ich noch nicht fertig. Aber wir können auch weitermachen. Ja, Claudia, ich wollte nämlich auf ein Thema zu sprechen kommen. Und zwar das Thema Mieten. Du hast gesagt, in München gibt es natürlich auch viele, die gut verdienen. Es gibt aber auch viele, die nicht so gut verdienen. Und das sind natürlich die steigenden Mieten eigentlich das Hauptproblem in einer prosperierenden Stadt wie München. Und da würde es uns natürlich schon interessieren, was kann man da im Bundestag tun und was willst du unternehmen, um dieses Problem anzugehen? Also gerade das Thema Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum, bezahlbaren Mieten war das Thema, bei dem es immer hieß, das ist ja euer Münchner Luxusproblem. Heute ist es nicht mehr ganz so und ich sage mal, seit das Thema auch in Berlin angekommen ist, direkt vor der Haustür des Reichstags, auch die Künstler-WGs so ihre Probleme haben, noch den angestammten Wohnraum bezahlen zu können, seitdem bewegt sich schon ein bisschen was. Aber die Situation ist in München natürlich verschärfter. Wir sind eine der ganz, ganz wenigen Wachstumsregionen heute und auch auf Dauer. Allein die letzten 5, 6 Jahre sind 100.000 Menschen nach München zugezogen. Junge Leute, Fachkräfte, die wir dringend brauchen, die hier ihre Arbeit gefunden haben, aber die brauchen halt auch eine Wohnung. Und wir haben ein Sonderproblem, nämlich das Thema unsicheres Kapital an den Börsen. Also seid an den Börsen, lieber Jens Wolowitsch, du als Stadtkämmerer weißt es am besten, nicht mehr so sicher läuft. Seitdem kommt das Fluchtkapital nach München und legt hier Geld bei uns auf dem Immobilienmarkt an. Und deswegen dreht sich die Mietpreisspirale nach oben. Wir haben, und da hat der Christian Ude als Städtetagspräsident, aber auch als Spitzenkandidat natürlich für die bayerische Landtagswahl kräftig mitgeholfen, bei unserer eigenen Partei in Berlin ein wirklich wichtiges Aktionsprogramm für Wohnungsbau und Mieten durchgesetzt. Den Anfang aber macht der Markus Rindersbacher und der Christian Ude, nämlich wir schaffen die Umwandlungsspekulation ab, nämlich ab dem 15. September. Dann machen wir ab dem 22. September in Berlin weiter und wir werden die zulässige Mietpreiserhöhung auf 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete deckeln, nämlich für Weitervermietung. Also das bringt uns hier wirklich was. Wir gehen das Thema energetische Modernisierungsumlage an, weil das Klima ist uns schon wichtig. Wir unterstützen die energetische Gebäudesanierung. Aber es darf nicht dazu führen, dass die Mieter aus der angestammten Wohnung vertrieben werden. Und schlussendlich braucht man mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau, den geförderten Wohnungsbau, den Wohnungsbau insgesamt.
Und da hat der Christian Ude einen Vorstoß unternommen, gemeinsam mit den Stadtoberhäuptern aus Berlin. Das ist der Klaus Wowereit, dem Olaf Scholz aus Hamburg, dem Peter Feldmann aus Frankfurt und dem Jürgen Rothaus aus Köln, nämlich den sozialen Wohnungsbau 1 Milliarde pro Jahr aufzustocken. Alles drei sind Sozialdemokraten und insofern sehen Sie auch, bei uns geht die Kommunalpolitik in Hand mit der Landespolitik und der Bundespolitik zugunsten der Interessen der Mehrheit der Münchner und Münchner. Ja, Claudia, herzlichen Dank. Und jetzt noch eine abschließende Frage. Eine abschließende Frage. Wer gewinnt das Champions League-Finale? Bayern oder Dortmund? Da muss ich mich gar nicht lang rumwinden. Die Hiltrud hat sich ja schon bekannt, ja, im Festzelt. Auch ich bin eine Rote. Wir gewinnen in Wembley 2-0. Hiltrud, hast du auch einen Tipp? Super Bayern, super Bayern. Wir gewinnen 3-1. Auch nicht schlecht, ich wäre mit beiden Ergebnissen zufrieden. Ich danke euch ganz herzlich für diese Gesprächsrunde. Und jetzt wird die Musik nochmal 2 Stücke spielen. Und dann wird uns anschließend Markus Rindersbacher sagen, wie das Duell Ude Seehofer ausgeht.